Hallo zusammen, es ist Freitag, der 8. Januar. Wir haben 20.46 Uhr. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber manchmal kommen einem halt Sachen dazwischen. Es geht hierbei um den DAX. Am Mittwochfilm oder beim Mittwochfilm hatte ich gesagt, über der 13.930-Stunden-Kerze, dann hat er wirklich mal eine gute Chance, die 14.000 zu nehmen. Hat er gemacht. Ich glaube, der Hilfskurs war bei 14.131, irgendwo da. Und dann verließen sie ihn. Und den Nasdaq auch, und der Dow hat auch ein bisschen nachgegeben. Das Gold ist heftigst gefallen. Also es ist eine hochinteressante Zeit, muss ich wirklich sagen. Und jetzt gucken wir uns mal den DAX an sich an. Auf Tagessicht, also vor euch liegt der DAX eine Kerze, einen Tag. Fangen wir an. Kleine Durchschnitte, das ist weiterhin in Ordnung. Wir haben Unterstützung bei 13.767 und bei 13.576. Weit weg, aber ich will ihn nicht von der Hand weisen. Ja, der Markt hat seinen Soll erfüllt oder andersrum die Pflicht getan. Jetzt die Frage, was macht die Kür? Diese Linie hier, die hatte ich letzte Woche auch schon eingezeichnet, ist für mich recht wichtig, 13.467. Wenn ich dies mal hier so ein bisschen aufdrösel, die ist schon recht alt. Ja, also die muss man unbedingt im Auge behalten. Jetzt gehe ich wieder größer rein, aber von den Bändern her ist alles in Ordnung. Wir sind am oberen Band, wir waren dran, wir waren nicht draußen. Also natürlich keine schöne Kerze hier. Das ist, also ich würde nicht sagen, das ist ein Shootingstar, aber es ist schlicht und ergreifend keine schöne Kerze. Wir haben die 200-Tage-Linie weit weg, da denke ich überhaupt nicht dran momentan. Wir sind noch in Ordnung über das MACD als Trendfolger und wir gelten als natürlich heftigst überkauft über die Stochastik. Aber das muss ja sein, wir sind auf dem All-Time-High. Ja, da gehört sie hin. Alles andere wäre merkwürdig. Ich kann mir vorstellen, nochmal, wir haben den 20. oder es ist jetzt der 21. Januar als Intronisierung von Biden. Ich weiß nicht, ob der so gut ist für die Börse. Ja, der wird hier und da ein paar Steuern erhöhen, der wird aber auch Green Energy fördern und Autos verteufeln und die Umwelt schonen und. Da muss man mal gucken, wie das damit weitergeht. Das bin ich mehr, ich glaube nicht, dass das so positiv ist. Wie auch immer, ich muss kurzfristig damit rechnen und ich zeige Nummer 1, das ist der 4-Stunden-Chart hier. Das ist unüblich für ein Wochenend-DAX, das den zeige, aber das sieht nicht so schick hier aus, kurzfristig. Über das MACD negativ, über die Stochastik negativ. Mag ich nicht so. Das heißt, ganz kurzfristig, sprich Montag, Dienstag, rechne ich eigentlich damit, dass wir kurzfristig nochmal runtergehen. Vielleicht so, also unter die 14.000, das sollten wir schon nochmal machen. Aber gleich die 13.772 schnappen, also als 10-Tage-Linie, das möchte ich jetzt mal noch nicht so sagen. Aber ich täte mich sehr schwer, momentan zu kaufen. Ich habe euch trotzdem Scheine mitgebracht. Und zwar für den Fall, dass ich mich irre und wir wirklich nochmal das Hoch von heute, also über der 14.130, überbieten mit mindestens einer Stundenkerze, kann ich mir, wo ist er, diesen Schein hier vorstellen. Diesen hier, die 13.428. Das ist im Moment ein 23er Hebel. Das ist die Kennnummer GF92R5 von Goldman. Das ist ein undipendierter Schein. Den finde ich ganz gut. Der ist weit genug weg. Für einen Put. Tja. Das ist schwierig jetzt, weil wir sind hier in diesen, wie ich das immer wieder gerne nenne, was ich vom Jörg Scherer gelernt habe, Uncharted Territories. Gucken wir mal hier nach dem Put. Wo muss denn der hin? Also im Prinzip hat der Markt noch Platz. Verschiedene Elliott-Berechnungen oder Fibonacci-Berechnungen gehen von 14.250 aus. Kann ich so nicht nachvollziehen, aber ich handle auch keine Elliots, ich verstehe davon zu wenig, aber ich finde den hier ganz gut. Das ist eine 14.505. Das ist die Kennnummer Gustav Dora 5 Bertha Cäsar Paula GD5BCP. 14.505, das hat schon viel Platz. Also beim Nasdaq zum Beispiel, das handelt jetzt momentan mit 13.046, schaue ich mir 13.600er Scheine an. Einfach für den Fall, dass die Jungs hier und die Mädels alle nochmal richtig durchdrehen. Aber ich glaube auch, dass das Momentum dabei ist, etwas abzufallen. Also ich tue mich sehr schwer, hier nochmal long zu gehen in dem Index. In Einzelwerten ist es was ganz anderes. Ja, da gibt es nach wie vor ganz schöne Ideen.
Ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt hier, wobei ich keinen dramatischen Abverkauf sehe, aber eine 13.467 liegt im Rahmen des Möglichen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.